Hallo, ich dachte mir, ich mache einfach mal ein Video nur für Trolle und Hater. Also die Leute, die sich ganz offensichtlich nicht mit genug Aufmerksamkeit beschenkt sehen und dahingehend eben immer ganz verzweifelt versuchen, durch ihren auffällig primitiven Wortschatz irgendwo Gehör zu finden. Also hier ist euer Reich, das ist euer Video, das ist die persönliche Ansprache für jeden Einzelnen von euch, der von der Natur offensichtlich so dermaßen benachteiligt wurde, dass er eben sein Glück online, virtuell und anonym, vor allem anonym eben, hier suchen muss. Auf jeden Fall möchte ich halt euch allen hier das Gefühl geben, dass ihr trotzdem jemand seid, dass ihr trotzdem geliebt werdet und dass ihr trotzdem herzlich willkommen seid, auch auf YouTube natürlich, ne? Es gibt so viele Plattformen oder so, wo man euch mit Missachtung straft und euch einfach ausgrenzt und das, obwohl ihr doch einfach nur Menschen seid, die total missverstanden sind. Vielleicht durch Problematiken in der Familie, eben Misshandlung und wie auch immer, ne? Oder eben jetzt im etwas höheren Alter als ewiger Student, der vielleicht niemals wirklich etwas leisten wird und immer dem Steuerzahler auf der Tasche hängt, wie vermutlich die meisten von euch eh. Ne, da eure Zeit, wenn man das mal so beobachtet, wann ihr kommentiert und ne, zu welchen Zeitpunkten, das auch nicht tatsächlich auf eine Schichtarbeit oder so hindeutet. Also ich möchte einfach, dass ihr euch hier nicht irgendwie benachteiligt fühlt und ich habe ein Herz für euch, wirklich, weil ich finde das toll. Ich finde es schön, dass selbst Menschen wie ihr, die eben geistig halt wirklich sehr weit zurückstehen, im Gegensatz zu vielen anderen Menschen, dass ihr versucht, wirklich versucht, aus diesem Ganzen noch zu entkommen, indem ihr euch irgendwie mitteilt. Es ist nicht immer ganz klar, was ihr einem damit sagen wollt. Ne? Das ist halt leider wirklich noch der Fall, aber wenn man sich ein bisschen darauf konzentriert, was ihr schreibt und wie ihr es formuliert, dann hat man irgendwann so diese Struktur raus und man weiß so ungefähr, wer dahinter steckt und wessen Profil das jetzt schon wieder ist und so weiter und so fort. Also ne, nicht denken, dass man euch übersieht oder überliest oder so. Man weiß nur einfach, wer dahinter steckt und irgendwann wird es dann halt auch etwas langweilig. Ne? Das ist eben das Problem, glaube ich, dass die meisten normalen User eben hier haben, dass ihr dann halt verzweifelt versucht über teilweise sogar 20 verschiedene Profile hier einen Dialog zu führen, der eigentlich mehr ein Monolog dann eben darstellt, weil ihr euch mit euch selber unterhaltet. Finde ich persönlich auch ganz toll, weil ich kann mir vorstellen, in eurer Lage, ne, so als Hartz-IV-Empfänger, da ist das eben nicht immer ganz einfach, jemanden zu finden, der auch Zeit hat. So, und die meisten Menschen gehen halt nun mal arbeiten oder sind halt vormittags allgemein beschäftigt oder nachmittags eben, je nachdem, was es für eine Arbeit ist. Und die haben dann eben ja nicht die Zeit für euch, um sich so mit euch auseinanderzusetzen, wie ihr es vielleicht braucht. Ne? Das ist dann eben so der Punkt, wo ich mir denke, es ist vielleicht auch ganz gut so, dass ihr dann einfach so kreativ seid und euch mehrere Profile anlegt, um euch gegenseitig zu liken oder zuzusprechen. Eben aus dem Grund, weil ihr wisst, die anderen haben gar keine Zeit dafür, ne? Also eigentlich ist das ja sogar noch sehr rücksichtsvoll von euch, weil ihr so den anderen Leuten nicht das Gefühl gebt, dass sie jetzt sehr viel Aufmerksamkeit an euch irgendwie vergeuden müssten. Ne? Ihr macht es eigentlich schon ganz richtig so. Und dieses Video hier soll euch eben die Möglichkeit geben, also darunter zu kommentieren, wie ihr es möchtet. Ich möchte, dass ihr euch auslebt, dass ihr mit jedem Einzelnen eurer Profile hier drunter schreibt. Alles, was euch einfällt, ne? Lasst wirklich alles raus. Ich weiß, ne? Also ich möchte euch da nicht überfordern. Ich weiß, dass von euch nichts zu erwarten ist. Wirklich. Ihr müsst also nicht irgendwie denken, oh mein Gott, die Ansprüche und werde ich dem gerecht? Nein. Ernsthaft, ich weiß einfach, dass ihr unter einem gewissen Niveau seid und dass ihr dahingehend auch gar nicht anders agieren könnt, als ihr es bis jetzt getan habt. Mir ist auch wirklich ganz, ganz bewusst, ne, dass ich jetzt hier schon sehr viel von euch erwarte, wenn ich sage, kommentiert hier drunter. So, es ist ja für euch eher ungewöhnlich, dass man euch quasi sogar dazu auffordert und euch nicht verjagt oder vergrault. In meinem Fall ist das aber wirklich ganz anders, ne? Ich habe auch wenn viele davon nicht ausgehen, weil sie eben selber sehr primitiv strukturiert sind in ihrem Ganzen, in ihrem Charakter, in ihrer Art,
Es ist bei mir so, dass es Gründe hat, warum ich erst jetzt Videos online stelle und warum ich auch erst jetzt auf solche Sachen überhaupt eingehe. Und ne, also für euch ist das ja so ein Ding mit der Aufmerksamkeit, eben die Aufmerksamkeit, die ihr verzweifelt versucht zu erhalten, indem ihr unter, ich weiß nicht nur meinen halt, ne, unter allen möglichen Videos irgendein so Kram da schreibt, den die meisten ja überhaupt nicht verstehen können. Also das ist halt quasi wie so ein Hilfeschrei, ne? So, hilf mir, ich bin primitiv, hilf mir, ich bin dumm, hilf mir hier raus, führ mich zurück in die Zivilisation. Und dahingehend sehe ich auch ein klein Stück meinen Auftrag hier mit diesem Video eben, dass ihr euch nicht ausgeschlossen fühlt, ne? Ihr seid ein Teil des Ganzen. Ohne euch würde dieses hier gar nicht funktionieren. Ohne euch würde diese ganze Idee, die dahinter steckt, gar nicht funktionieren. Ich könnte niemals, niemals das machen, was ich mache, wenn es euch nicht gäbe. Versteht ihr also? Von dem her fühlt euch bitte, bitte, bitte willkommen. Also ich sage das und schreibe das nie einfach so. Ich mache überhaupt nichts einfach so. Niemals. Und ich würde mich tatsächlich darüber freuen, wenn ihr euch einfach, ne, verewigt. Auf gut Deutsch. Einfach nur hinschreibt, was ihr denkt, was ihr fühlt. Und ihr müsst auch nicht auf eure schlechte Vergangenheit zurückgreifen oder so. Und ihr müsst halt auch eben ein bisschen drauf achten. Also ich weiß, das fällt vielen sehr schwer, eben nachzudenken. Wahrscheinlich allen. Wenn ihr zum Beispiel versucht oder denkt, ihr von wegen triggern und ach ja, jetzt sage ich das 26. Mal, dass sie alt ist. Ha. Das kümmert mich tatsächlich gar nicht. Ich finde es, also ganz im Gegenteil, ich finde es echt amüsant, weil ich im Hinterkopf immer behalte, dass ein paar von euch ja tatsächlich schon volljährig sind und über 20. Und auch wenn es vom Satzbau her, von der ganzen Struktur her nicht so scheint, seid ihr ja doch, also die meisten von euch wirklich schon vom Gesetz her erwachsene Menschen. Und ich möchte fast darauf wetten, dass eure Mama und euer Papa dann schon älter sind als ich. Ne? So, wenn ihr so um die 20, 25 seid und selbst wenn die sehr früh angefangen haben, ne, mit 17, 18, 19, wie es ja oft so ist in so zerrütteten Familienverhältnissen, aus denen ihr ja zu kommen scheint, dann sind die ja auch schon über 40, teilweise 50, vielleicht auch 60, also richtig steinalt. Ne? Denn wenn ich schon uralt bin und die noch älter sind, bleibt ja nicht mehr allzu viel übrig. Und genau diese Punkte behalte ich immer im Hinterkopf. Wenn also jemand versucht, mit seinem primitiven Wortschatz noch so tolle Sätze zu konstruieren, in denen er irgendetwas Optisches an mir, also ne, so das Alter bezogen, Falten oder meinen Geburtstag oder was auch immer, ne, irgendetwas davon versucht anzugreifen, lache ich und denke mir einfach nur, okay, so denkt ihr also über eure Eltern. Weil genau das ist ja der Punkt. Ihr beleidigt euch, ihr beleidigt eure Eltern, indem ihr eine wildfremde Person versucht, anonym im Internet zu beleidigen, die es ganz ehrlich schon alles sehr viel länger macht, als ihr teilweise existiert. Aber das ist überhaupt kein Ding. Wie gesagt, dieses Video dient nicht dazu, euch zu diskriminieren. Ich möchte, dass ihr euch hier frei fühlt. Das hier ist euer Ding, das ist euer Raum. Und versucht einfach mal, also ich kann euch da auch gerne Tipps geben, ihr könnt mich dann auch anschreiben auf Facebook. Das hat ja irgendwie von euch keiner sich getraut, ne? Ihr habt ja versucht, das alles irgendwie öffentlich zu machen und so, vielleicht, weil ihr gehofft habt, dass dann jemand kommt und sagt, boah, bist du gut? Keine Ahnung, aber es besteht die Möglichkeit, mich halt privat anzuschreiben auf Facebook und ich kann euch dann noch Tipps geben, wie ihr vielleicht einfach kreativer wirkt und intelligenter auch wirkt. Ne? Also nicht ganz so dieses urzeitmäßige halt, ne? Dieser, ja, wie soll man sagen, der Wortschatz, der kaum noch genutzt wird, eigentlich nur von Jugendlichen und selbst die sind schon sehr darum bemüht, eben nicht mehr so zu wirken, weil es die selber schon ein bisschen anpisst, dass man eben mit dieser Art immer das Alter verbindet. Und darum geht es ja dann auch in dem Punkt, ne? Ihr möchtet ja schon auf einer Seite irgendwo als die Menschen respektiert werden, die ihr seid, auch wenn ihr das andere natürlich absprecht, indem ihr dann halt Schubladen öffnet und versucht, die Menschen da irgendwie hineinzudrücken. Bei manchen funktioniert das bestimmt. Es gibt Menschen, die sich sehr leicht triggern lassen, weil sie das ganze System nicht kennen
und weil sie einfach unerfahren sind und nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, weil sie sich angegriffen fühlen von Menschen, die keinen persönlichen Wert haben, die einfach keinen Nutzen haben, ne, die teilweise nicht mal wirklich ein Teil der Gesellschaft sind, weil sie sich selber nicht integrieren können, die keiner Arbeit nachgehen, also nutzlos sind, ne? Das muss man mal ganz klar so sagen. Also jemand, der den ganzen Tag zu Hause sitzt und nichts Besseres zu tun hat, als sich mit selbst, ne, mit seinen 25 verschiedenen Profilen dazu unterhalten, der ist nutzlos. So, aber das heißt ja nicht, dass er sich aufgeben muss. Ne? Er kann ja auch ein bisschen was für sich tun. Er könnte vielleicht einen Schulabschluss machen, ne, so wenigstens, dass er den Hauptschulabschluss hat oder so. Oder versuchen, über eine Zeitarbeitsfirma Arbeit zu finden oder so. Auch da kann ich im Übrigen helfen, je nachdem, aus welchem Stadtteil oder allgemein aus welcher Stadt man kommt oder so, kann ich dahingehend auch mitwirken und euch da wirklich helfen, eben weil ich so alt bin und genug Kontakte habe und genug Leute kenne und nur, da findet sich schon was. Also im Prinzip, deutschlandmäßig dürfte das gar kein Problem sein, euch da irgendwo unterzubringen. Auch wenn ihr dann halt psychologische Hilfe braucht oder so. Ich bin mir ziemlich sicher, das kriegen wir schon hin. Also ist jetzt natürlich nicht meine Lebensaufgabe oder so, aber ich habe wirklich gemerkt, dass es euch richtig hart getroffen hat irgendwie. Also aufgrund der Anzahl der öffentlich gestellten Kommentare und ich musste einige halt freischalten, weil eben die Wortwahl wirklich so dermaßen primitiv war, dass dieser eigentliche Schimpfwortfilter, der wohl vorhanden ist oder so, da eingegriffen hat. Und ja, keine Ahnung, ich bin ja nun mal nicht so bewandert in diesen technischen Dingen. Wie gesagt, ich bin auf ganz anderen Gebieten eher öffentlich unterwegs, weniger hier. Aber es macht mir doch zunehmend Spaß, einfach zu sehen, wie halt eben auch Menschen, die von der Natur her benachteiligt wurden, tatsächlich versuchen, sich Gehör zu verschaffen und dass sie es dann auch nicht aufgeben und so, das zeigt mir eigentlich schon so ein bisschen innere Stärke. Ich finde, das sollte man auch fördern. Also ihr könnt jetzt zum Beispiel ja weiter auf mein Alter anspielen, wobei halt das Thema tatsächlich schon echt ein bisschen ausgelutscht ist. Ne? Also da müsste man wirklich schon richtig kreativ werden im Sinne von vielleicht ein bisschen mehr Niveau. Oder hey, ich bin alleinerziehend. Also ich glaube, das ist oft so eine Sparte oder so, die von den Hatern in Vergessenheit gerät, weil meistens sind ja die Eltern da auch schon alleinerziehend. Ne? Heutzutage ist das ja nicht mehr so normal, dass Beziehungen ewig halten. Kennt ihr ja von euch auch mit Sicherheit. Viele von euch scheinen mir sehr einsam zu sein. Und dass sie sich dann deshalb eben so anonym irgendwo herumtreiben, in der Hoffnung halt von anderen dann den Zuspruch zu erhalten, weil eben keine Partnerin oder Partner vorhanden ist. Also fühlt euch hier frei, lebt euch hier aus, macht, was euch Spaß macht, frei drauf los. Ich werde gucken, dass, ne, sofern meine Zeit es mir erlaubt, dass ich dann auch eure Nachrichten im Spam-Ordner freischalte und so. Und keine Ahnung, ich kann euch auch also persönlich Tipps geben. Ich bin öfter auf YouNow zu finden, habe dort auch schon einige Kontakte aufbauen können. Und teilweise streame ich da auch selbst, allerdings nicht mit Video, Kamera, sondern nur mit einem Programm. Weil, ne, ich sehe nicht ein, dass ich mir dafür extra noch so eine Cam zulege und keine Ahnung. Dafür gibt es Programme und da kann man Fotos einfügen und da kann man dann reden und da könnt ihr euch mit mir unterhalten. Das nutzen sehr viele Menschen. Ich unterhalte mich tatsächlich mit wirklich sehr vielen Menschen dort, auch sehr nette Menschen darunter. Also die meisten, die ich dort kennengelernt habe, sind tatsächlich wirklich nett. Also man findet da auch den einen oder anderen, der sich sogar wirklich gut ausdrücken kann, was dann manchmal echt komisch ist, ne? Wenn man hier von YouTube dann woanders hingeht und man trifft auf Leute, die tatsächlich normale Worte benutzen, so, ne? Worte, die nicht in den Schimpfwortfilter fallen. Ist wunderschön, aber wie gesagt, kein Muss. Ich will euch da nicht irgendwie überfordern. Also fühlt euch frei. Macht, was ihr möchtet. Ich zensiere euch hier nicht. Ich weiß nicht, wie es YouTube sieht oder so. Da halte ich mich völlig raus von. Ich übernehme da keine Haftung für die Kommentare selbst. Das muss ich auch gar nicht. Ne? Und also, wie gesagt, macht mit jedem einzelnen Account hier. Legt euch auch ruhig noch welche an oder so. Schreibt mit jedem Account ruhig das, was euch gerade in den Sinn kommt. Vielleicht schafft es irgendwie, eure gespaltenen Persönlichkeiten wieder zu einer zu vereinen.
dann bleibt eben nur noch eine primitive Persönlichkeit übrig. Und vielleicht kann man damit auch arbeiten, vielleicht kann man da wirklich was draus machen. Ne? Also ich habe damit echt kein Problem. Meldet euch dann einfach privat bei mir, wie auch immer, ne, wenn ihr da wirklich irgendwie Bedarf habt an Tipps in dem Bereich, Trollen oder ne, Haten. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ich denke, man kann euch helfen. Ich kann euch bestimmt helfen. Also, go, go.